hörst die Leipziger Podcastbetriebe. Eine hörbare Stadtrundfahrt mit Alex und Kevin. Hallo, schön, dass du da bist. Auch in Zeiten wie diesen laden wir dich herzlich dazu ein, zusammen mit uns die wohl schönste Stadt der Welt direkt von zu Hause aus zu genießen. Wöchentlich entdecken wir dabei einen neuen Ort Leipzigs und bringen dir die Schönheit dieser Stadt direkt ins Ohr. Natürlich haben wir wieder spannende Fakten, die du so sicher noch nicht über die Messestadt wusstest. Aktuell ausgegebenen Anlass, leider ohne Veranstaltungstipps. Auf los geht's los, bitte alle einsteigen. Liebe Fahrgäste, im Interesse Ihrer und der Gesundheit aller, tragen Sie bitte eine Alltagsmaske. Bitte nutzen Sie das gesamte Fahrzeug und beim Ein- und Aussteigen alle Türen. Diese öffnen für Sie automatisch. Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Rücksicht. Leipziger, gemeinsam stark. Nächste Haltestelle, Leibnizstraße. Und hier sind eure Tourguides. Alex und Kevin. Alex, was war letzte Woche los? Hast du das, also das war ja ein Schock so ein bisschen, oder? Als wir dann vom Schönauer Park nach Hause sind, fast mehr oder weniger. Ja, hallo Kevin, ich fand's auch ein bisschen gruselig. Wir waren ja am Montag aufnehmen im Schönauer Park und am Mittwoch, als diese Folge online gegangen ist, brennt's da einfach lichterloh. Das fand ich auch ein bisschen krass. Ja, also es war Dienstagnacht. Oder Dienstagnacht ja, sogar, genau. 20.15 Uhr irgendwie sind die Feuerwehrleute ausgerückt, wie ich das gelesen habe. Und da sind einfach mal 3 Hektar oder 2 bis 3 Hektar sowas in der Dreh. Fuck, das abgebrannt. Schilf und Wald. Ärgerlich. Das ist mehr als ärgerlich, denn es ist ein sehr schöner Park dort. Ja. Wir haben auch so geschwärmt und gesagt, wie toll das da aussieht und wie wenig los ist. Und 2 Tage später brennt es da irgendwie. Und das, hast du mittlerweile rausfinden können, woran es genau lag? Hast du da irgendwo was gelesen? Ich habe nichts weiter gehört. Ich habe am Mittwoch, wie gesagt, die Ticker gelesen bei MDR und bei LVZ, aber habe jetzt nicht weiter auf das verfolgt, warum es jetzt mal angefangen hat zu brennen da. Okay. Wobei es ja in ganz Sachsen gerade so ist, dass es hier echt schon trocken ist, obwohl es noch nicht mal Sommer ist und die Waldbrandgefahr ja doch schon am Steigen ist zurzeit. Genau, also die Waldbrandgefahrenstufe ist für Leipzig so die Region auf der 3. Und es gibt aber auch Gebiete, da ist es schon 4, teilweise 5. Ja. In Deutschland ist es halt vor allem so, dass der Osten gerade stark betroffen ist von der Trockenheit und Dürre, jetzt schon im April. Genau. Mal schauen, wie es weitergeht. Das Hauptproblem ist halt wirklich, dass der Winter nicht da war. Gerade, also ich meine, gut, hier in Leipzig haben wir ja sowieso kaum Winter, also so richtig ordentlichen Winter, wo auch der Schnee mal 3, 4, 5, 6 Wochen liegen bleibt. Aber das habe ich noch nie erlebt in Leipzig, das stimmt. Also ich habe mal so 1, 2 Tage, wo es mal geschneit hat. Ja, genau. In ja. 6 Jahren, so richtig, gefühlt. Ja. Und Leipzig ist ja sowieso landunter, wenn 3 Zentimeter Schnee liegen, dann ist das schon viel. Aber das hauptsächliche Problem war, dass auch in den Bergregionen nichts war großartig. Und somit auch eben kein Schmelzwasser zur Verfügung steht, was ja dann durch die Flüsse wieder ins Land getragen wird. Mhm. Und dadurch ist es einfach alles viel zu trocken. Und da müssen wir, glaube ich, wirklich, jetzt die Grillsaison geht ja los. Da müssen wir, glaube ich, aufpassen, höllisch aufpassen. Oh ja, abgesehen davon, dass man sich ja eh nicht draußen treffen sollte im Park oder so zum Grillen aufgrund des Distanzierungsgebotes. Aber wenn man es doch tut oder wenn man es irgendwie zu Hause macht, seid vorsichtig. Genau, also wenn ihr draußen grillen solltet, nehmt am besten immer eine Wasserflasche mit, so eine 0,5 Liter Flasche oder sowas. Das hilft schon mal schnell zum Ablöschen von kleinen Sachen. Dann bitte keine Einweggrills. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, weil ganz oft sehe ich... Gibt's überhaupt noch zu kaufen? Ich glaube, letztes Jahr schon. Also ich habe zumindest letztes Jahr, wenn man so durch die Parks gegangen ist, immer mal wieder eingesehen. Ob sie das noch aus dem Altbestand hatten oder das weiß ich jetzt nicht. Weil die sind echt scheiße für Umwelt. Also das ist eine Umweltsünde, weil da Alu und... Also das sind ja auch nur Einwegdinger sozusagen. Die schmeißt du danach weg. Und dann verbrennen die halt auch, gerade wenn du so auf Wiesen oder sowas, die verbrennen ja auch die Graswurzeln und so. Das ist ja das Hauptproblem. Ist auch schon der Grund, warum es, glaube ich, am Kossi und am Kulk überhaupt nicht erlaubt ist, irgendwie mit so Grills zu hantieren. Wobei, da gibt es eine Firma und die verleiht sowas, also zum Grillen. Also die hat wohl eine Lizenz irgendwie. Das hat auch die Stadt selbst bei sich auf der Website das so ist geschrieben. Nice. Die sind dann zumindest erstmal so stabil und wiederverwertbar, das sind dass man scheinbar nicht so dann auf die scheiß Alu-Grills zurückgreifen muss. Genau. Ja, wie gesagt, also nehmt bitte einen ordentlichen Grill mit, der auch so Standbeine hat und, wie gesagt, ein bisschen Wasser. Lasst es nie unbeaufsichtigt. Am besten auch keine Feuer machen. Also es gibt ja dann immer so danach die Späße, dass man dann Holz sammelt und es dann da drin noch als Lagerfeuer macht oder so. Das sollte man, glaube ich, alles bleiben lassen. Das zweite Problem ist tatsächlich auch, dass es zurzeit absolut
noch gar nicht geregnet hat dieses Jahr, oder? Hat es schon mal geregnet? Doch, ein bisschen, aber eher selten. Ist so Fluch und Segen, ne? Also ich freue mich persönlich, dass es nicht regnet und es ganz so viel Sonnentage gibt. Aber für die Natur ist es, glaube ich, echt nicht gesund. Ja, das stimmt wohl. Ich musste gerade mal meine Cap andersrum aufsetzen, weil hier ist es sehr warm. Wir sitzen hier mitten in der Sonne. Ja. Genau. Das ist auch, glaube ich, jetzt gleich die Überleitung. Wir sitzen heute im Rosental. Die Haltestelle ist ja Leibnizstraße. Das ist so die, die uns am nächsten irgendwie aufgefallen ist. Genau. Weil an sich ist hier ansonsten Feuerbachstraße wäre noch eine Option gewesen. Das wäre noch eine Option gewesen, die wäre quasi einmal gegenüber gewesen. Richtig? Aber ich glaube, wenn ihr Haltestelle Leibnizstraße aussteigt, könnt ihr, ich habe es gerade eben gemacht, innerhalb von 5 bis 10 Minuten ins Rosental laufen. Ist eine schöne Strecke, läuft auch am Elstergraben vorbei. Das ist echt eine schöne Strecke. Und dann seid ihr hier in diesem wunderschönen Rosental. Ich hoffe, es brennt nicht nächste Woche. Nicht, dass das hoffe ich auch sehr. Nicht, dass wir wieder zu sehr schwärmen und dann fängt es hier an zu brennen. Das hoffe ich natürlich nicht, dass es an unserem Karma liegt oder so. Nein, das ist ein riesengroßer Park auch. Ne? Hier ist auch immer jede Menge los. Hast du ein paar Sachen zu dem Park herausfinden können? Ja, ein bisschen was habe ich recherchiert in der Literatur. Also zum einen, du hast gerade schon gesagt, es ist eine ziemlich große Grünfläche. Ich glaube, wir waren ja schon in mehreren Parks jetzt. Aber auch, was auch noch zukünftig kommen wird, ist das, glaube ich, so die größte Grünfläche überhaupt, die wir so überschauen können. 118 Hektar groß ist diese Parkanlage und die befindet sich nördlich des Leipziger Auenwaldes. Hm. Wir erinnern uns an die grüne Lunge, die uns zum Verhängnis geworden ist. Das ist ja auch direkt im Zentrum fast. Ne? Also du bist ja in 5 Minuten auch gleich am Gürtelring und so. Also genau, gleich. Also auch der Uni-Riese ist in Sichtweite, das Westin. Der Zoo ja sowieso, hier gibt es ja das Zooschaufenster, wo man reingucken kann, da kommen wir bestimmt gleich nochmal drauf. Wobei die Tiere heute Kurzarbeit haben. Oder hast du schon mal reingeguckt? Ja, ich hatte schon mal ganz kurz reingeschaut. Es gibt ja insgesamt 4 Fenster, wo man so ein bisschen was sieht vom Zoo. Ja. Und die Tiere sind scheinbar alle auf Kurzarbeit eingestellt. Die Geschichte von diesen Zooschaufenstern ist auch spannend. Also eigentlich war das, wo jetzt die Zooschaufenster sind, das war alles noch Rosental, das war alles noch Parkanlage. Ah, okay. Und dadurch, dass der Zoo immer weiter expandiert hat, hat er halt immer mehr geschluckt von diesem Rosental und da wurde ja sozusagen der Park immer erweitert und jetzt ist da nur noch so ein kleiner Graben, so ein kleiner Wassergraben und ein Zaun, der den Zoo vom Rosental trennt, weil immer mehr gewachsen ist, der Zoo. Richtig. Es gibt noch im hinteren Teil des Rosentals, dann im Übergang zum Auenwald, einen 20 Meter hohen stählernen Wackelturm. Der ist auch ein Touristenmagnet, beziehungsweise ein Date-Treffpunkt, wenn man es romantisch mag und nicht Höhenangst hat. Okay, also das ist für mich schon mal kein Place to be, weil ich habe höllische Höhenangst. Also der heißt auch nicht umsonst Wackelturm, der ist nicht nur hoch, sondern er wackelt halt auch wirklich. Also richtig. Es ist gruselig. Und dann sind das ja auch nur so Gittertreppen. Also man kann auch wirklich immer nach ganz unten gucken. Das ist alles so ein bisschen nicht für schwache Gemüter konzipiert. Genau. Ansonsten war da einmal so zur Hälfte drauf. Ja, hast du dich bis ganz hoch geschafft? Ich bin nicht bis ganz hoch, weil es hat mir dann schon gereicht. Ich habe mich auch wirklich in Geländer verkrallt und so. Also das war Nein, ich finde das schön. Meins. Es gibt ja auch beim Kossi so einen Turm, der ist ja noch viel, viel höher. Ich weiß gar nicht, wie hoch der ist. Der Wackelturm ist 20 Meter hoch. Und du erinnerst dich, da waren wir letztes Jahr mal in einem Ausflug, glaube ich. Warst du auch nicht mit oben, stimmt. Und da war ich auch nicht mit oben. Weil das aber auch so Gittertreppen sind. Ich finde, das weil ist man unangenehm. Da nach unten schauen kann und so. Und alles und sobald Leute laufen, fängt das an so zu wackeln und zu scheppern. Und das ist für mich der Tod. Da gibt es auch in der Sächsischen Schweiz geile Brücken, die genau so konzipiert sind, dass man halt in die Tiefe gucken kann. Und da geht es ja wirklich gleich mal 200 Meter bergab. Das ist schon heavy. Ja. Was es hier gab, du weißt ja, ich bin Erzieher, ich muss immer mal auf der Schiene fahren. 1871 wurde hier der allererste öffentliche Spielplatz in Leipzig überhaupt errichtet. Wo? Also hier hinten gibt es so einen Luise-Otto-Peters-Platz. Die Zuhörer sehen gerade nicht. Da ist so ein Denkmal von Luise-Otto-Peters. Ja, was kann die gute Frau? Das war eine Schriftstellerin, die sehr sozialkritisch war. Ich habe mich mit der ein bisschen beschäftigt, tatsächlich auch im Rahmen dieser Podcast-Recherche. Und das ist eine Frauenrechtlerin gewesen, die richtig krass sich für Frauenrechte eingesetzt hat in einer Zeit, wo das noch absolut nicht üblich war. Okay. Die ist, habe ich es aufgeschrieben, 1819 in Meißen geboren und 1895 in Leipzig gestorben. Ah, da hat sie also nichts mit Clara Zetkin irgendwie, weil das die sind ja dann danach quasi. Genau, also die ist wahnsinnig früh, wenn wir uns überlegen, auch wann es das Frauenwahlrecht hier in Deutschland gab und so weiter, das ist ja alles, also die Frauenrechte
das ist ja Neuzeit praktisch. Richtig. Und die hat sich schon im 19. Jahrhundert darum gekümmert und hatte auch einen Leipziger Frauenbildungsverein gegründet und die Deutsche Frauenkonferenz nach Leipzig geholt. Mhm. Also wahnsinnig engagierte Frau, man würde heutzutage sagen Feministin. Aber früher hat man einfach Frauenrechtlerin wahrscheinlich gesagt. Ja. Da wurde ein Denkmal gesetzt und auch der Platz da benannt. Und dort wurde der allererste Spielplatz eröffnet. Mhm. Das war allerdings schon 1871. Und dort kann man über Drachen und Schildkröten jetzt klettern und dem Elefanten den Rüssel runterrutschen. Ja, es ist eine Menge liebevoll gestalteter Spielplatz, sagen wir es mal so. Das stimmt. So viel zu meinem Erzieherpart, der da auch mal durchspringt. Wie gesagt, der allererste öffentliche Spielplatz in ganz Leipzig überhaupt. Genau. Ziemlich cool. Ich würde mal ganz kurz einhaken, wenn es dir recht ist. Mhm. Wir sehen ja hier ringsrum, du hast ja schon gesagt, es ist eine riesen Grasfläche, Wiesenfläche, die hier einfach zu sehen ist. Und ringsrum sind ja auch ganz viele Bäume, ne? Vor allen Dingen auch riesige Bäume. Also wir sitzen hier vor einer Eiche, glaube ich. Die ist krass. Ja, das stimmt. Also die ist hier wirklich... Und dahinter sind Nadelhölzer mal wieder. Relativ selten in Leipzig, habe ich jetzt festgestellt, immer mal wieder. Gerade wenn es dann zum Richtung Weihnachten geht, sammle ich ja Tannenzapfen und sowas. Das gibt es ja hier relativ selten in Leipzig, muss man sagen. Ja. Dafür kannst du die in vielen Dekorationsläden für horrende Preise kaufen, wo sich die Landsleute an den Kopf greifen und sagen, das liegt ja bei uns auf dem Land, liegt das hier im Wald rum und ihr kauft es dafür 5 Euro, 3 Stück. Ja, Hauptsache die holzen es nicht aus dem Rosental ab. Richtig. Ja, also Tannenzapfen werden ja nicht abgeholzt, also von daher. Ich muss, sorry, dass ich hier nebenbei ein bisschen google, aber ich habe heute auch irgendwo gelesen, wie der Rosenthal-Park hier entstanden ist. Das ging um August den Starken. Warte mal, vielleicht finde ich das auch noch. Okay, da kann ich ja schon mal ganz kurz weitermachen mit dem, was ich noch sagen wollte. Und zwar letzte Woche, Alex, war nämlich Tag des Baumes. Oh. Genau. Nicht nur Tag des Buches, sondern auch Tag des Baumes. Ach, Tag des Buches war auch? Ja, ich glaube Freitag. Ich weiß nicht ganz genau. Ja, also so auf den Tag genau will ich mich ja jetzt nicht festlegen. Und da hat man ganz viele Aktionen gesehen. Wir hatten ja eben schon mal kurz über Waldbrandgefahren und sowas gesprochen, dass man die Bäume gießen kann vor Ort in der eigenen Straße. Und auch hier hat man ja ganz viele Bäume ringsrum. Der Teich hier vorne am Eingang des Rosentals, stadteinwärts sozusagen, der ist ja auch nur noch halb gefüllt mit Wasser. Also da ist wirklich Ebbe langsam. Und da habe ich mich jetzt mal ein bisschen belesen, macht es überhaupt Sinn, Bäume zu gießen? Und da widersprechen sich leider wirklich die Aussagen, denn so eine Gießkanne, bringt gar nichts. Die erreicht gerade mal die erste obere Erdschicht und geht gar nicht wirklich ans Wurzelwerk, da wo die Saugwurzeln quasi des Baumes auch liegen. Das heißt, man müsste 5 bis 10 Eimer Wasser alle 2 Wochen quasi dran kippen, um überhaupt dem Baum da was zu bringen. Und dafür ist, glaube ich, Trinkwasser auch gar nicht vorgesehen. Das ist halt, es geht halt auch wirklich ins Geld. Ich denke, da müsste dann eben auch die Stadt tatsächlich, gerade in diesen Straßen, wo ja auch ganz viele Alleen sind und so, da muss die Stadt eben Konzepte bereitstellen, die quasi den Baumerhalt oder wir haben ja auch ganz viele Projekte am Laufen, haben wir jetzt festgestellt, sowas wie eine baumstarke Stadt. Wenn man das Ziel erreichen möchte, muss die Stadt, glaube ich, auch ganz schön viel tun. Und Trinkwasser sollte man da, glaube ich, eher nicht verschwenden dran. Das wird, glaube ich, in naher Zukunft auch hier langsam ein kostbares Gut. Genau, das wollte ich einfach nur noch mal ganz kurz sagen. Man kann, wenn man wirklich Baumpflege betreiben möchte oder ja, Rettungsaktionen, dann, wie gesagt, das Gießen mit der Gießkanne ist eher so eine Verzweiflungstat, habe ich jetzt gelesen. Und wer sich halt zu diesem Thema noch interessiert, der kann einfach mal auf nabu.de schauen. Nee, nabu-leipzig.de. Der Naturschutzbund. Verlinken wir dann auch nochmal einfach. Und da gibt es auch ganz viele Informationen, wie man quasi Bäume wässern kann, etc. pp. Um das ganze Thema mal abzuschließen, Waldbrandgefahrenstufen und sowas, wer sich darüber auch noch informieren möchte, kann einfach mal auf sbs.sachsen.de schauen. Und dort sieht man auch, was gerade tagesaktuell oder wochenaktuell ist, weiß ich jetzt gerade nicht ganz genau. Da sieht man dann quasi, wo welche Brandgefahren gerade lauern oder prognostiziert werden. Kommen wir zurück zum Rosenthalpark. Mhm. Wir haben ja, wie gesagt, schon die Zooschaufenster angesprochen. Die Tiere sind heute leider nicht da. Man würde hier vorne gleich, wenn man quasi von der Stadt einwärts zum Zoo reinkommt, würde man, glaube ich, Nashörner sehen. Dann kommen am zweiten Schaufenster Zebras und sowas in der Richtung oder Antilopen sogar, glaube ich. Und ganz hinten würden Giraffen kommen.
Heute haben wir jemanden am Start oder sogar zwei Jungs am Start, die nicht direkt im Zoo arbeiten, aber schon mit dem Zoo Kontakt hatten. Und zwar sind es zwei Imker aus Leipzig. Es sind die Leipziger Stadtimker, Dominik und Steve. Und die haben wir jetzt im Interview und da würden wir jetzt einfach mal rüberschalten. Wir sind jetzt im Interviewmodus und wir haben heute zwei tolle Gäste für euch dabei. Bei uns sind Steve und Dominik, die sind seit gut 7 Jahren im Imkerbusiness. Ihre Unternehmung hat mittlerweile mehrere tausend Angestellten wahrscheinlich und für sie ist Kurzarbeit aktuell wohl eher ein Fremdwort. Denn die Saison geht langsam wieder los und es gibt wohl jede Menge zu tun. Noch zumindest. Hallo ihr beiden. Hallo, hi, grüß dich. Wie geht's euch denn aktuell so in Zeiten vom großen C? Uns geht's sehr gut. Man merkt natürlich die ganzen Einschränkungen im Alltag. Ich selbst war die letzten 4 Wochen zu Hause und bin jetzt seit einer Woche wieder voll auf Arbeit. Ja, es ist schon eine ganz schöne Umstellung, wenn man das jetzt so mal mitkriegt, was dann im alltäglichen Leben eigentlich erstmal alles weggefallen war. Ja, das stimmt wohl, das stimmt wohl. Dominik, wie sieht es bei dir denn aus? Bei mir ist eigentlich alles relativ entspannt, muss ich sagen. Liegt auch am Beruf. Also ich fahre auf Arbeit, fahre wieder nach Hause. Termine sind derzeit relativ rar. Ja, das stimmt wohl. Es muss, glaube ich, irgendwie aktuell jeder zurückstecken. Ganz kurz vielleicht noch für die Leute da draußen. Was macht ihr denn beruflich? Ich bin Angestellter der Stadt Leipzig. Da ist alles sowieso immer entspannt. Und ich bin angestellter Rechtsanwalt. Schön. Wir sind heute im Zoo. Also nein, nicht im Zoo. Wir sind im Rosental und haben das Zoo-Schaufenster vor uns. Die Tiere dort haben allerdings irgendwie gerade Kurzarbeit oder Homeoffice. Also die sind nicht zu sehen. Und da kommen wir gleich mal zur ersten Frage. Ist es bald soweit, dass Bienen auch nur noch im Zoo zu sehen sein können? Was habt ihr so ein Gefühl? Es wird ja irgendwie in den Medien immer mehr gesagt, dass Bienen sterben und all das. Ja, also können wir die bald nur noch im Zoo sehen? Ich denke, da sind wir uns einig, dass das nicht der Fall ist. Das Bienensterben gibt natürlich weiterhin, betrifft aber vermutlich eher die Wildbienen, denn es gibt in den letzten Jahren immer mehr und mehr Imker, gerade in den Städten in Hamburg, Berlin, Leipzig, auf Dächern, in Kleingärten, auf Balkonen, da hat sich so viel getan. Du hast ja vorhin erwähnt, wir haben 2013 angefangen mit der Imkerei. Da war das noch viel dramatischer. Also inzwischen ist es wirklich so, dass es so viele Imker gibt. Ein Umdenken hat da stattgefunden. Die Leute sind wirklich alle grüner geworden und interessieren sich dafür und schaffen sich Bienen an. Nicht jeder ist dafür geeignet, dass man nebenbei, aber dass die Bienen zukünftig nur noch im Zoo zu finden sein werden, wohl eher nicht. Immerhin haben die jahrelang ohne uns überlebt. Die brauchten uns nicht. Ja. Deshalb denken wir, dass du die überall sehen wirst. Mal mehr, okay. Mal. Ja, das ist ja schon mal eine gute Nachricht auf jeden Fall. Ihr habt es schon angesprochen, ihr seid selbst Imker. Wie kann man sich das vorstellen? Habt ihr einen eigenen Garten oder seid ihr auch mitten auf Dächern in der Stadt? Oder was für Imker seid ihr? Inzwischen haben wir ein Haus mit eigenem Garten hinten dran. Vorher, die letzten Jahre, standen wir in verschiedenen Kleingartenanlagen in Leipzig. Da hatten wir ja zu Spitzenzeiten auch 21 Völker in der Stadt verteilt gehabt. Ja, und jetzt wird halt alles auf dem eigenen Grundstück betrieben und natürlich alles wieder zentrierter, weil über ganz Leipzig verteilt war natürlich extremer Arbeitsaufwand. Und wenn beide berufstätig sind und es soll ja ein Hobby bleiben, ist es dann mit langen Fahrtwegen und wenn man was vergessen hat, ist es halt auch immer sehr ungünstig, dann immer quer durch die Stadt zu fahren. Deswegen haben wir uns zu dem Schritt entschlossen, wieder alles zu zentrieren und alles auf einem Grundstück zu betreiben. Weil du kannst dir vorstellen, in der Hochzeit, also quasi April bis, August, müsstest du in der Betriebsweise, die wir damals hatten, quasi jede Woche 22 Waben bei jedem Volk ziehen und durchschauen. Weil das Ziel eines jeden Imkers ist, dass die Bienen nicht abschwärmen. Das heißt, du bist quasi auf der Suche nach besonders ausgeformten Zellen,
sogenannten Königinnenzellen, wo sich das Bienenvolk eine neue Königin heranzieht. Und es gibt im Bienenvolk grundsätzlich nur eine Königin. Ist nicht immer der Fall, aber die Regel. Das heißt, wenn eine neue herangezogen wird, gibt die einen Ton von sich und die alte schwirrt aus. Ja, und deshalb ist der Besucher als Imker nach den besonderen Zellen und muss dann wirklich 22 Waben pro Volk konzentriert durchsehen. Das kostet Zeit. Okay, cool. Ja, das klingt alles sehr spannend. Wie wichtig sind für uns eigentlich Bienen? Was kann man selbst machen, damit es quasi auch weiterhin Bienen gibt? Und auch, ja, ich glaube, viel wichtiger, also Bienen haben wir ja gerade schon gesagt, wird es weiterhin geben. Wichtiger ist, glaube ich, dass das Futter auch irgendwie quasi zur Verfügung gestellt wird, oder? Erstmal kurz auf deine erste Frage zurückzukommen, wie wichtig Bienen sind. Bienen sind so gesehen das drittwichtigste Nutztier, was der Mensch hat, nach Rind und Schwein, weil die Bestäubungsleistung der Honigbiene für Obstbäume, für Erdbeeren, Rapsfelder ist so enorm, dass ohne die Bienen der Großteil der Erträge wegfallen würde. Da gab es, glaube ich, letztes Jahr oder vor 2 Jahren auch mal diesen Test in verschiedenen Supermärkten, als die Regale einfach mal ausgeräumt worden sind und nur das liegen gelassen wurde, was sozusagen keine Biene braucht oder kein Bestäuber braucht. Und dann war in diesen Gemüseregalen nicht mal mehr ein Drittel oder Obst- und Gemüseregal nicht mal mehr ein Drittel von dem zu finden, was dort eigentlich liegt. Okay, ja, also ich würde, glaube ich, mit meinen Feinschmecker-Befindlichkeiten tatsächlich noch was finden, aber ich glaube, das wird die meisten Leute nicht glücklich machen. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja, okay. Und der zweite Teil, wie wichtig ist Futter oder was, wie kann man das bereitstellen? Ist das wichtig oder gibt es genug draußen? Ja, also in der Stadt sind die Bienen und die Wildbienen relativ gut aufgestellt, weil da einfach viel Verschiedenes blüht. Ja, du hast die Balkonkästen, du hast die Kleingärten, du hast die Parks, du hast die Alleen. Da haben die wirklich eine Diversität an Pollen und das ist das, was die brauchen. Also es ist quasi wie bei uns, wenn du irgendwie jeden Tag nur Pizza bestellst, irgendwann geht es dir nicht mehr so gut. Und das ist halt wie bei den Bienen. Also die auf dem Land haben lange, lange Zeit nur den Rapspollen und den Rapsnektar, bleiben die eben nicht gesund und vital. Zumal der Raps irgendwann verblüht ist und auf dem Land dann wirklich wenig zu finden ist. Zumal viele Imker auf dem Land dann manchmal sogar, wenn es ganz schlimm ist, nach der Rapsblüte schon anfangen aufzufüttern, ja, damit die Bienenvölker nicht auf den Punkt gebracht verrecken. In der Stadt sind es wirklich ganz gut aufgestellt. Wichtig, vielleicht so als Pflanztipp für die Zuhörerinnen und Hörer, gefüllte Blüten sehen zwar ziemlich, ziemlich gut aus, meist auch wesentlich besser als ungefüllte Blüten, aber da sind quasi die Staubgefäße zu Blütenblättern umfunktioniert. Ja, es gibt für die Bienen nichts. Insbesondere Geranien, Petunien geht vielleicht gerade noch so, was auf die in die Balkonkästen gesetzt wird. Achtet einfach darauf, einfachere Pflanzen, wo man wirklich Staubgefäße sieht, also Pollenstaub, Blütenstaub, das bringt den Bienen wesentlich mehr. Oder einfach nur in den alten Blumenkasten vom letzten Jahr das Strauchzeug oben wegschneiden und auf die ausgelaugte Erde einfach eine Wildblumenmischung. Sieht wunderbar aus. Okay, genau. Da sind wir nämlich auch schon bei der nächsten Frage. Oder beziehungsweise, was kann man denn überhaupt machen, wenn man zum Beispiel keinen eigenen Garten hat oder Balkon hat? Gibt es da auch Möglichkeiten? Oder ist das dann eher relativ eingeschränkt? Du kannst immer was machen. Zum Beispiel? Die Frage ist, also kannst du was machen, um Nahrungsangebot bereitzustellen? Das ist vielleicht schwieriger, aber wir wollen mal kreativ sein. Hol dir doch einfach mal eine Wildblumenmischung, geh raus und such dir irgendeine brachliegende Fläche und streu es aus. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Oder diese Saatpumpen, die du ja mittlerweile auch an vielen Ecken zu kaufen kriegst. Genau, schnapp dir die Dinger und wirf die Nachbarn in den Garten. Okay, man kann damit aber auch kleine Nachbarschaftsstreitigkeiten herbeirufen oder auch mit der Stadt Probleme kriegen. Aber ich denke, das sollte es wert sein, oder? Ich denke schon. Und dann kommen wieder die Anwälte ins Spiel. Genau. Ja, na gut, da wäscht sich eine Hand die andere, oder wie man so ja, schon sagt. Ja, also du kannst schon kreativ sein. Viele haben zum Beispiel auch die Baumscheiben. Karl-Heine-Straße hatten die mal angefangen, die Baumscheiben da ein bisschen bepflanzt. Genau, du musst so ein bisschen kreativ sein, machen kannst du eigentlich nur was. Kann man zum Beispiel auch, wenn man jetzt keinen Balkon oder ähnliches hat, zum Beispiel so ein Insektenhotel außen dran bringen einfach? Quasi, es gibt ja manche Leute, die haben so Vogelhäuser so auf den Fensterbänken außen angebracht. Kann man das auch mit Insektenhotels machen zum Beispiel? Das kannst du mit den Insektenhotels auch machen. Am Balkon lässt sich da aber einfacher festmachen als am Haus. Da müsste man natürlich dann mit dem Vermieter sprechen, ob das funktioniert. Aber bei Balkon kann man die natürlich locker mit
dranhängen oder bei der Fensterbank auch. Ja, da gibt okay. Genug Möglichkeiten, wo man sich die mit hinstellt oder besser mit befestigt. Ja. Oder selbst herstellt es natürlich noch besser. Ja, ich wollte gerade sagen, nicht die Billig-Insekten-Hotels, also die sind nicht alle schlecht, aber nicht unbedingt die günstigsten kaufen oder sich die zumindest vorher anschauen. Die Bambusröhren oder so, die verwendet sind, die sollten im besten Fall nicht gerissen sein, also nicht gesplittert, die sollten vorne eine gerade Schnittkante haben. Ansonsten, die Wildbienen wollen rein, gehen dann auch rein, aber verletzen sich die Flügel. Ja, das ist eben nicht so zielführend. Ja, vielleicht für Familien, gerade in der jetzigen Zeit, wo viele zu Hause sind, vielleicht mal kurz im Baumarkt vorbei, sich die Materialien zusammensuchen und so ein Ding gebaut. Geht wirklich schnell, gibt es viele Anleitungen im Netz. Ja, genau. Die Baumärkte sind ja jetzt auch wieder offen, also man kann sich da tatsächlich kreativ betätigen. Muss man dann auch Zimmerservice anbieten oder macht das alles das Hotel von alleine quasi? Oder machen die Insekten dann das alles allein? Die Insekten machen das alles für sich alleine. Du kannst natürlich auch jemand einstellen, der die Rezeption führt, aber der wird nicht die Arbeit haben, bei ihm nicht anhalten. Okay, sehr schön. Wir sind ja jetzt gerade in einer Parkserie und da haben wir einige Sachen auch im Park entdeckt. Zum Beispiel die Pfähle mit diesen goldenen Plaketten, um quasi, wo ein Projekt gefördert wird, was eine baumstarke Stadt fördert sozusagen. Und es gibt mittlerweile auch so pinke Säulen, wo drauf steht unser Park und darunter Blühstreifen. Ist das zum Beispiel auch ein guter Weg von der Stadt oder von diesem Projekt, um diesen Insekten, Bienen oder auch also Hummeln oder sonstigen quasi auch oder wilde Streifen zur Verfügung zu stellen? Ist das ein guter Weg, Ansatz, guter Ansatz? Das ist ein guter Ansatz. Den Ansatz, um da mal kurz Hintergrundwissen mit einzustreuen, in dem Projekt stecke ich ja bei der Stadt auch mit drin. Wir haben das letztes Jahr losgetreten. Das ging auch schon mit den Horten der Stadt Leipzig los. Dieses Jahr hat sich das auf die Kitas der Stadt Leipzig mit ausgeweitet und eben die Parks. Das ist der erste große Schritt, wo die Stadt versucht, halt diese Parkflächen wieder teilweise verwildern zu lassen, damit eben Wildbienen Möglichkeiten haben, verschiedene Nahrungsquellen zu finden und vor allen Dingen auch Nistmöglichkeiten zu finden. Die Wildbienen fliegen bei uns auch nicht ganz so weit wie eine Honigbiene. Eine Honigbiene fliegt meistens 3 bis 5 Kilometer um den Stock herum und sucht sich da ihre Nahrung. Aber die Wildbienen fliegen nicht ganz so weit. Die fliegen nur 500 bis 600 Meter meistens von ihrem eigentlichen Nistplatz entfernt, um sich da Nahrung zu suchen. Manche Wildbienen sind auch nur auf eine bestimmte Blütenart spezialisiert. Heißt, die wollen wirklich nur ein und dieselbe Pflanze. Da kann rundherum stehen das beste Zeug, das rühren die nicht an. Okay, das ist wirklich interessant. Also ist es auf jeden Fall was gefördert werden sollte? Das wird gefördert. Das war ja auch, da ist die Stadt Leipzig auch dabei, das jetzt mittlerweile auf mehreren Flächen auszubringen. Im Botanischen Garten wurde das letztes Jahr auch mit angefangen. Und es ist halt auch eine Möglichkeit, um sich dann selbst mal zu informieren, weil es gibt das Umweltinformationszentrum auf der Prager Straße. Das ist da auch federführend in dem Projekt bei der Stadt mit dabei. Und wenn man da jetzt irgendwo sich Infos heranholen möchte, wie man am besten so eine Wiese anlegt oder welche Mischung ist am besten geeignet, um das hier bei uns durchzuführen, da sind dort auch die richtigen Ansprechpartner für einen mit. Weil nicht jede Blühmischung, die es irgendwo gibt, ist auch passend für die heimischen Wildbienenarten. Es gibt zwar viele, sagen wir mal, schöne, bunte Mischungen, aber die Stadt Leipzig legt gerade viel Wert auf die einheimischen Wildbienen, um die wieder zu fördern und hier in der Stadt anzusiedeln. Okay, da sind wir jetzt auch gerade schon beim Ansprechpartner. Kann ich eigentlich jederzeit selbst Imker werden oder brauche ich dafür tatsächlich irgendwelche Genehmigungen? Du kannst jederzeit selbst Imker werden. Es kann wirklich jedermann sich ein Bienenvolk holen, was aber überhaupt nicht anzuraten ist. Bei uns vielleicht nochmal als kleinen Hintergrund. Wir haben angefangen 2011 uns zu informieren, haben Bücher gelesen, damit auch nichts schief geht. Also erstens bist du ja demotiviert, wenn dir so ein Bienenvolk eingeht. Andererseits sind es Lebewesen, ja. Also das ist nicht, wir stellen uns mal ein Volk hin, es kauft sich ja auch niemand irgendwie ein Zebra und stellt sich das in den Garten, weil es schön aussieht, sondern sind halt alles Lebewesen, die versorgt werden müssen und im besten Fall überleben sollten. Haben wir 2011 angefangen, uns zu belesen und dann war es leider zu spät, um anzufangen. Da haben wir dann auch YouTube-Videos geschaut, ein Jahr lang. Und dann haben wir 2013 angefangen. Es gibt die Möglichkeit, beim Imkerverein der Stadt einen Imkerkurs, einen Grundkurs zu machen. Haben wir nicht gemacht. Also wir haben wirklich nur von Büchern und
YouTube gelebt. Grundsätzlich kannst du dir ein Bienenvolk hinstellen, aber es ist wirklich anzuraten, informier dich. Und vor allen Dingen auch mit Nachbarn sprechen und vielleicht auch mit Kleingartenverantwortlichen und solchen Menschen, die, damit die auch Bescheid wissen und so, ne? Gerade im Kleingarten funktioniert es dann nicht, dass du dir dann einfach so ein Volk hinstellst, weil da gibt es ja halt auch gewisse Regeln und Vorschriften. Dort muss man sich meistens dann die ganzen Unterschriften der Anrainergärten abholen und dann damit zum Vorstand zu gehen. Aber auch die Vorstände in Leipzig sind mittlerweile darauf, sagen wir mal, ein bisschen getrimmt, sowas zuzulassen. Man hat natürlich Pech, wenn schon ein Imker im Verein ist, dann wird es schwieriger. Aber ansonsten sind die da wirklich offen. Anzumerken ist halt, neben denen mit Anrainergärten oder Nachbarn sprechen, du musst beim Veterinäramt angemeldet sein. Das ist jetzt halt die Bürokratie, ne? Beim Veterinäramt angemeldet sein. Hat einfach den Hintergrund, wenn irgendwo eine Bienenseuche oder eine Bienenkrankheit ausbricht, dass du informiert wirst. Okay. Seuche, ja, haben wir ja gerade das Thema. Einfach, dass jeder Bienenstand in der Umgebung informiert und untersucht werden kann. Okay. Ja, das ist ja jetzt schon eine ganze Menge Input, was wir da alles bekommen haben. Alex, hast du gerade noch Fragen so jetzt dir notiert? Möchtest du was stellen? Ja, also erstmal, es war super spannend, euch zuzuhören. Ich wollte euch auch gar nicht unterbrechen deshalb, weil es total faszinierend war, zu hören, wie versiert ihr auch beim Thema seid. Das ist ja schon eine fachliche Expertise. Ihr wisst genau, was ihr macht, wovon ihr redet, wie weit so eine Biene fliegt im Unterschied zu anderen Insekten. Ihr seid ja quasi richtige Bienen-Nerds, wenn man das so sagen will. Ich würde noch eine persönliche Frage vielleicht. Wann habt ihr denn für euch entschieden, boah, die Imkerei, das ist total was Spannendes. Ihr habt gerade schon so eine Zeitspanne genannt, aber wo war das so der Punkt, wo ihr gesagt habt, wir müssen uns da einlesen, wir müssen YouTube-Videos gucken, wir wollen das auch tun? Also bei mir persönlich hat das schon in Kindheitstagen begonnen, dass ich mich dafür interessiert habe. Ich komme aus einer Kleinstadt und da gab es einen Imker. Mein Kumpel damals, dessen Opa war Imker, noch mit einem alten Bienenwagen. Und da waren wir regelmäßig unterwegs. Und da war das schon ziemlich spannend, aber halt einfach kostenintensiv. Also, sag mal, als Kind oder Jugendlicher willst du dann nicht unbedingt zu den Eltern gehen und sagen, hier, kauf mir mal Bienen. Das geht schon ganz schön ins Geld. Das war so bei mir der ursprüngliche Beginn. Bei mir war es halt 2011, man muss dazu sagen, vor 2011 war ich aktiver Fußballer, Schiedsrichter, Trainer. Das hatte einen dann ganz schön gefordert. Dann gab es irgendwann mal einen gesundheitlichen Rückschlag, wo man dann ein bisschen umdenken musste, dass mit Fußball und so weiter nicht mehr alles so funktioniert, wie man sich das vorstellt. Und es sollte natürlich wieder irgendein Hobby an der frischen Luft draußen sein. Stubenhocker ist nicht so das, was mir liegt. Das liegt, glaube ich, auch in Dominik nicht so ganz. Und da hatte man sich informiert, was man so alles machen kann, vor allen Dingen, was man auch Nützliches machen kann. Und dann fiel uns die Imkerei irgendwann mal sozusagen in den Schoß. Und je mehr man sich mit dem Thema beschäftigt hat, desto mehr ist der Wunsch oder der Drang danach gewachsen, selbst die Hobby-Imkerei aufzubauen und zu betreiben. Habt ihr das quasi zusammen entdeckt für euch oder habt ihr parallel zueinander das irgendwie und dann euch als Stadtimker Leipzig zusammengefunden? Nö, wir haben das zusammen aufgebaut. Okay, und jetzt stellt sich für mich natürlich die Frage, ihr habt mir jetzt natürlich Lust auf Honig gemacht. Bietet ihr Honig zum Verkauf an? Ja, wir bieten Honig zum Verkauf an. Wo gibt es den zu kaufen? Man kann den bei uns direkt kaufen oder bei einem unserer Verkaufspartner. Das sind inzwischen, ich habe es nicht genau auf dem Schirm, 5, 6, 7, 8 Verkaufspartner, würde ich jetzt mal schätzen. Ich glaube, ja. Da kann man die Gläser auch kaufen. Ansonsten, wie gesagt, bei uns. Auf der Internetseite wahrscheinlich. Genau, über die Website www.leipziger-stadtimker.de. Da gibt es ganz viele Infos, auch nochmal zu den Jungs. Und natürlich auch, wo man den Honig kaufen kann, richtig. Genau, ich wollte jetzt keine Werbung machen. So. Das hätten wir jetzt auch gleich noch im Anschluss gemacht. Also von daher alles super. Genau. Für die vielen spannenden Dinge, die wir erfahren haben heute von euch, ist das Mindeste, dass ihr auch mal eure Webseite bewerben dürft. Genau. Und da sind wir auch gerade nochmal beim Shop. Ihr habt jetzt eine Etikettenwahl gehabt für eure nächsten Honiggläser. Den Gewinner habt ihr mittlerweile auserkoren sozusagen. Ist das richtig? Genau, der Gewinner, der ist gestern Abend, haben wir den auserkoren aus diesen 4 Etiketten. Und es wird wieder was von Kleinkindern sein, die euch das immer zuschicken quasi? Oder wie läuft sowas? Das waren jetzt, also wir hatten bei uns auf der Straße die Umfrage gestartet, welche Kinder haben Lust, uns mal Bilder von Bienen zu malen.
die wir dann als Hintergrund für unsere neuen Zoo-Etiketten nutzen können zum Entdeckertage Bienen, der Stand jetzt im Juli ist. Mal schauen, ob dieser denn stattfindet. Dort haben wir uns auf die Fahne geschrieben, wenn wir daran teilnehmen, wird es immer ein spezielles Etikett geben. Auf jeden Fall eine coole Aktion. Wie gesagt, wenn ihr noch mehr wissen wollt, dann schaut einfach mal auf leipziger-stadtimker.de oder auf YouTube seid ihr auch vertreten und Instagram überall. Also wir verlinken euch auch nochmal bei unserem Blog einfach und da ist dann auch alles nochmal drin. Natürlich habe ich noch eine allerletzte Frage an die beiden. Unser Podcast-Konzept ist ja das, dass wir eine hörbare Stadtrundfahrt quasi machen und immer uns an Haltestellen aussetzen, in Klammern lassen manchmal auch. Und immer wenn wir Gäste haben, haben wir es glaube ich noch nie vergessen. Wir haben glaube ich jetzt jeden immer gefragt, wo es sich denn lohnt, das nächste Mal irgendwo hinzufahren. An welcher Ecke von Leipzig würdet ihr uns schicken, wenn ihr einen Tipp uns geben könntet? Muss jetzt keine konkrete Haltestelle sein, vielleicht irgendein Viertel oder irgendwas, was wir uns anschauen können in Leipzig. Vielleicht hat es auch was mit Bienen zu tun oder einfach einen tollen Ort, wo ihr gerne hingeht oder hinfahrt. Also wir geben jetzt erstmal einen Tipp ab bei uns hier im Großraum Leipzig und das ist der Hainer See. Weiß nicht, ob ihr den kennt. Das war so unser erster Sightseeing-Punkt, nachdem wir hergezogen sind. Du kommst quasi hin, das heißt an der Lagune. Klingt schon mal ganz spannend in Deutschland. Du kommst da hin und es eröffnet sich dann ein Bild eines Sees mit Häusern, die direkt am Wasser gebaut sind. Es hat so ein bisschen was von Kleinitalien. Oh, klingt voll schön. Alex, das klingt nach Urlaub, den wir jetzt aktuell nicht machen können. Genau, richtig. Aber an Hainer See können wir fahren. Wie weit ist das von Leipzig weg? Hainer See ist nicht ganz so weit, eine Viertelstunde. Ja. Halbe Stunde mit der Straßenbahn bist du da. Und in Leipzig, jetzt lasst uns mal kurz überlegen, Markleeberger See ist so unser Geheimtipp. Also wir waren nie, als wir noch in Leipzig gewohnt haben, die Kossi- und Kosputner Seegänger, weil dort einfach alles überfüllt ist. Zu viel los, definitiv. Ja, das stimmt, das stimmt. Und Markleeberger See am besten so früh wie möglich und sich dann so eine Private-Bucht da suchen. Das ist ganz cool gewesen. Vielen Dank. Dann haben wir das notiert auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir haben es im Kasten. Genau. Sehr schön. Wir bedanken uns bei euch. Wir wünschen euch alles Gute. Vielen Dank, dass ihr da wart, euch die Zeit genommen habt. Genau. Sehr gern. Wir bedanken uns auch bei euch. Alles fein. Ja, bleibt gesund auf jeden Fall, kommt gut durch die Zeit und wir hoffen, dass es bald alles wieder mit ein bisschen mehr Normalität vonstatten geht. Positiv denken, das wird schon. Auf jeden Fall. Vielen Dank. Sehr gern. Ciao. Tschüss. So, das war gerade ein richtig spannendes Interview. Willst du jetzt auch Imker werden? Ah, ich traue mich das nicht. Also ich bin auch diesen Tieren gegenüber immer sehr skeptisch. Ja, geht mir genauso. Aber also, ich finde es eine total wichtige Arbeit und auch darüber aufzuklären, das ist ja auch Teil der Mission, einfach aufzuklären, wie wichtig auch für das ökologische System Bienen eben auch sind. Ne? Richtig. Und Insekten anderer Art. Alex, wir sind jetzt in der wievielten Woche des großen Cs? Ich habe es schon gar nicht mehr mitgezählt. In der 5. oder 6. Ich glaube, wenn die Podcast-Folge ausgestrahlt wird, in der 6. Krass. Ich glaube, in der 6. Auch diesmal haben wir wieder keine Veranstaltungstipps in dem Sinne. Eher schlechte Nachrichten. Wir haben deshalb den Rotenthal-Park jetzt auch genommen, weil wir letzte Woche erfahren mussten, dass das Klassik-Erleben abgesagt wurde. Das ist traurig, oder? Richtig. War traurig. Abzusehen, aber wenn dann die Nachricht kommt, ist es trotzdem irgendwie nochmal erschütternd. Ich weiß auch nicht. Genau. Und das ist so ein richtig schönes, romantisches Konzert auch. Mitten im Park. Also der ganze Park ist voll. Wir sehen, also heute hier ist es auch schon relativ voll, weil man ja auch Mindestabstände einhalten sollte und sowas. Aber zu diesem Klassikerlebnis sitzen ja die Leute wirklich dicht an dicht hier. Und das ist einfach wunderbar. Du kannst dein eigenes Picknick mitbringen und kannst einfach genießen, was das Orchester von 60 Streichern oder was auch immer da gerade auf der Bühne los ist. Das Gewandhausorchester, ne, spielt das dann einmal im Jahr hier im Rosenthal. Genau. Beziehungsweise zweimal im Jahr, weil es ist ja meistens freitags und samstags dann auch nochmal. Das ist echt traurig, dass das dieses Jahr nicht stattfindet. Das genau. Ist aber die haben versichert, nächstes Jahr soll es kommen wieder. Eine neue Auflage. Genau. Das werden wir dieses Jahr eben schmerzlich vermissen. Und eine zweite schlechte Nachricht, und zwar der CSD wird quasi mehr oder weniger
immer mehr abgesagt. Für Leipzig ist es noch nicht ganz raus. Also es wird definitiv keine Demo geben, es wird keine Abschlussparty geben. Die CSD-Woche an sich, die soll, glaube ich, stattfinden. Da gibt es ja immer mal so kleine Lesungen oder so, die kann man ja auch relativ gut quasi abbilden, sage ich mal, auch mit den Auflagen. Aber ansonsten ist es auch traurig, oder? Mhm. Was den CSD angeht, gibt es aber einen kleinen Hoffnungsschimmer, denn es wird den Pride at Home geben von CSD Deutschland. Das klingt spannend. Am 2. März, 13 Uhr, ich glaube auf Instagram oder so ähnlich. Ich glaube, da muss man sich einfach mal über Facebook informieren und da kann man sich quasi den CSD nach Hause holen. Das ist, glaube ich, auch ein Konzept, was sich auch andere überlegen könnten oder übernehmen könnten. Es wird, glaube ich, auch wieder von ganz vielen Podcasts quasi begleitet und ja, ich glaube, da schalten wir mal ein. Ja, das ist halt so, wie es zurzeit funktionieren kann. Richtig. Die ganzen Künstler machen jetzt auch Livestreams und Wohnzimmerkonzerte und sowas. Vielleicht geht es ja auf dieser Schiene und vielleicht kann man da auch irgendwie Gelder akquirieren von Sponsoren, dass sich das Ganze zumindest ein bisschen rechnet. Eintrittsgelder finde ich schwierig, aber so auf Spendenbasis kann man bestimmt zumindest das Überleben retten. Richtig, genau. Es gibt ja auch ganz viele Crowdfunding-Aktionen und sowas in der Richtung. Also da wird schon einiges getan und es kommt auch ein bisschen was zusammen. Es soll ja nicht die Leute reich machen, sondern es soll ihnen halt helfen, über die Runden zu kommen, zumindest diese Zeiten, die schwierigen Zeiten jetzt auch zu überbrücken. Ja, und beim CSD finde ich halt auch, es hat halt auch so eine politische Message, ne? Und da finde ich schon, ist es wichtig, dass die trotzdem auch 2020 irgendwie in die Welt getragen wird, aber eben nicht mit einer Veranstaltung oder einer Demonstration, wo 3000 Leute aufeinander hocken. Das muss nicht Richtig. Sein. Richtig, genau. Also wie gesagt, Pride at Home am 2. Mai, cool. 13 Uhr, haben wir notiert. Coole Aktion, ja. Genau. Du sagtest gerade, es ist eben der Zeitgeist gerade, dass man eben alles irgendwie mit Livestream macht oder quasi von zu Hause aus und Podcasts sprießen ja ohne Ende. Und ich habe mir letzte Woche den Deutschen Fernsehpreis angeschaut. Und das war auch so eine richtig kuriose Sache, denn Edin Hasanovic, ich hoffe, ich habe den Namen jetzt richtig ausgesprochen, übrigens ein sehr attraktiver, wunderschöner Mann. Ja. Und der hat quasi diese ganze Show moderiert und hat ganz große Wände quasi auf seiner Bühne gehabt und hat dann dort die Laudatorin und auch die Gewinnerinnen und Gewinner immer per Livestream zugeschaltet. Das war sehr kurios auf der einen Seite, kreativ umgesetzt auf der anderen Seite und hat auch super funktioniert. Warum komme ich da jetzt überhaupt drauf zu sprechen? Dann ist es ein Filmtipp von mir. Und zwar hat ein Film, glaube ich, so die ganz, ganz viele Preise da abgeräumt und zwar der Systemsprenger. Ich glaube, 8 Lolas hat er bekommen. Voll ja, krass. Das ist voll krass. Sämtliche bester Film, ja. Bester Schnitt, Ton, glaube ich auch und Wahnsinn. Und wir waren ja selbst im Kino. So ganz spontan war das letztes Jahr, im Herbst, glaube ich, war das, ne? Oder so Spätsommer. Als es noch ging, damals in den passagischen Kinos. Und also ich finde, das ist alles gerechtfertigt. Die ganzen Preise sind total verdient, denn in mir hat der Film auch ganz viel ausgelöst. Definitiv, ja. Und diesen Film gibt es jetzt auf Netflix schon. Und deswegen ist das ein Filmtipp. Den muss man sich mal anschauen. Das ist übelst krass. Ja, willst du ganz kurz was dazu erzählen? Also du bist ja. Also ich habe mir tatsächlich auch den Film, nachdem wir uns den im Kino angeguckt haben und ich dann gehört habe, dass es den bei Netflix gibt, auch zu Hause nochmal angeguckt vor einer Woche. Es geht darum, dass ein verhaltensauffälliges Kind, Sozialarbeiter, Erzieher, die Mutter natürlich absolut überfordert und das System Schule, das System, wie wir vielleicht auch mit schwierigen Kindern umgehen, absolut sprengt und das passt nirgendwo rein. Und es ist auf eine ganz dramatische Art und Weise erzählt und mit ganz viel Emotionen rübergebracht, dass man selber denkt, oh Gott, wie schwierig. Und finde es auch, dass es ein sehr sehenswerter Film ist und dass der auf jeden Fall die Auszeichnung, die er jetzt bekommen hat, definitiv verdient hat. Aber ist auch nichts für schwache Gemüter. Also ich glaube, es ist ab 16. Also ich war da wirklich wütend, ich war traurig, ich habe mich gefreut, weil irgendwie ging es dann doch wieder bergauf. Und dann auf einmal lief die Förderung aus. Das Kind hat sich dann doch irgendwo in dem System zurechtgefunden. Und auf einmal wurde gesagt, naja, bis hierher, genau. Und jetzt muss das quasi ins nächste System, weil wir hier die Budgets ausgeschöpft sind oder wie auch immer. Und es war dann wieder so ein Rückfall. Und also ich hatte da, wie bei Game of Thrones, Gefühlsregungen, die wirklich alle Emotionen mitgenommen haben bei mir. Und das war richtig krass. Genau. Man hat sich zwar
Stereotypen irgendwie bedienen. Das muss man halt in filmischen Darstellungen machen. Aber es ist halt wirklich auch so viel Wahrheit dran. Also auch, dass die Sozialarbeiter manchmal verzweifeln. Und das wurde so gut dargestellt alles. Schaut ihn euch auf jeden Fall mal an. Systemsprenger jetzt auf Netflix oder in anderen Mediatheken. Eure Wahl. Richtig. Und dann gibt es noch so einen kleinen weiteren Filmtipp von mir, wo ich gerade dran bin. Ist eher so ein Serientipp. Und zwar The Act. Das ist, es geht auch so in die Richtung. Also ja, hat weniger was mit dem System zu tun, sondern was Mutter und Tochter. Die Mutter kümmert sich um die Tochter und die Tochter wird quasi schon über eine Magensonde ernährt. Sie sitzt im Rollstuhl. Sie ist krank. Also wirklich krank. Weiß jetzt nicht genau, wie die Krankheit heißt. Das wird auch am Anfang des Films gesagt. Aber das entwickelt sich immer mehr so zu einem Psycho-Film. Die Tochter wird langsam 18, soll selbst Entscheidungen treffen können. Auch all das will aber die Mutter scheinbar nicht. Und es kommt immer mehr die Frage auf, ist die Tochter überhaupt krank? Oder macht die Mutter das nur, um auf Charity-Aktionen quasi beliebt zu sein? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Gelder quasi auch zu kassieren vom Staat. Es wird auch über eine Spendenaktion, haben sie ein Haus geschenkt bekommen? Und lauter solche Sachen, eben weil die Tochter eben krank ist. Und da entwickelt sich halt immer mehr so eine Psyche heraus. Und das ist auch ziemlich strange, was da abgeht. Hm. Ich glaube, das ist... Hört sich spannend an. Das hört sich spannend an, ist, wie gesagt, auch mit einem Tod dann quasi. Also es gibt dann in einem Tod und da wird dann halt versucht, das auch aufzuklären. The Act. Und zwar läuft das Ganze auf so einen Amazon oder Apple TV Plus Channel, die man da noch quasi zubuchen kann. Die kann man 30 Tage lang kostenlos testen oder, ich glaube, auf Apple TV nur 14 Tage. Und zwar Starz Play heißt dieser Channel. Da kann man das quasi einfach mal durchsuchen. Ich glaube, da kommt man in 14 Tagen schnell hin. Genau. Das wäre noch so ein weiterer kleiner Tipp von mir. Das hat, also die Serie hat mich auch richtig krass gepackt. Also das war, ist auch nicht so ein leichtes Thema. Man sollte auch so ein bisschen abgehärtet sein. Ja. Ja, also wenn ihr auch noch mitmachen wollt, dann gibt es auch noch eine Telefonnummer und ich habe sie mir wieder nicht notiert. Das ist halt auch das Ding, wenn wir sie selber auch nicht kennen und wir so falsch und schlecht informiert sind, wie soll es dann erst mit den Zuhörern sein? Liebe Freunde, 0341 4926 4182, da wollte ich auch mal einen Jingle produzieren für eigentlich, ist unsere Hotline, da könnt ihr gerne anrufen, 0341 4926 4182. Genau, wenn ihr also quasi mitmachen wollt. Und es gibt, glaube ich, Es gibt einen Gewinn. Das Gewinnspiel, ne? Irgendwas gibt es zu gewinnen. Aber wir wissen noch nicht genau was, aber es gibt was zu gewinnen. Und ja, macht einfach mal mit und wir losen dann quasi aus. Also wir sammeln jetzt ein bisschen und dann losen wir einfach mal aus. Ja, hast du jetzt noch irgendwas, was du quasi loswerden möchtest? Ich möchte auf jeden Fall die Menschen dazu aufrufen, ins Rosental zu gehen, mal einen Spaziergang am Elstermühlgraben zu machen, vielleicht auch mal im Auenwald spazieren zu gehen, sich auf den Wackelturm zu wagen, ins Zooschaufenster zu schauen oder einfach ein bisschen zu chillen auf dieser richtig geilen Grünfläche im Rosental. Richtig. Nehmt Sonnencreme mit. Den Podcast-Betrieben im Ohr. Genau. Göttlich. Podcast-Betriebe im Ohr und Sonnencreme sollte man auch mitnehmen. Es ist wirklich heiß. Also ja. Wir sitzen hier mitten in der Sonne. Krass. Ja. Dann würde ich sagen, das waren die Leipziger Podcast-Betriebe für heute. Für mehr Informationen schau auf unsere Webseite www.podcastbetriebe.de oder folge uns auf Facebook, Instagram oder Twitter. Telegram gibt es übrigens auch, da könnt ihr euch auch informieren, wollte ich noch mal ganz kurz noch sagen. Und um keine Folge mehr zu verpassen, kannst du unseren Podcast unter anderem auf Apple Podcast, Spotify, Anchor oder Google Podcast, also einfach überall, wo es Podcasts überhaupt gibt, hören und abonnieren. Und wenn du schon mal dabei bist, wir freuen uns sehr über positive Rezensionen und Bewertungen. Jedes Like und jeder Daumen nach oben hilft uns, diesen Podcast ein klein wenig bekannter zu machen, sodass wir demnächst noch mehr Menschen mitnehmen können auf unsere hörbare Stadtrundfahrt. Wir begeben uns jetzt direkt auf die Suche nach einer neuen, weiteren schönen Ecke. Das Ergebnis davon könnt ihr dann in der nächsten Podcast-Folge hören. Auf jeden Fall. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören und ciao. Ciao, ciao und bleibt gesund. Endhaltestelle. Bitte alle aussteigen. Wir bedanken uns, dass Sie die Leipziger Podcast-Betriebe gehört haben und würden uns freuen, Sie bald wieder als Hörer begrüßen zu dürfen. Mehr Infos auf www.podcastbetriebe.de.